Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier in Frankfurt. Hat sich Ihr Engagement hier überrascht? Ich glaube nicht nur mich, sondern auch viele andere. Hätte man mich am Sonntag gefragt, hätte ich das noch nicht für möglich gehalten. Aber ich freue mich auf diese Herausforderung. Ich freue mich, diesen Traditionsverein im ersten Schritt zum Klassenerhalt zu führen und dann eben auch wieder, aber das ist Zukunftsvision woanders hin, also weiter nach oben. Und ich möchte nur eins, dass jeder, der sich mit der Eintracht identifiziert, auf diesen Club stolz ist. Jeder, der hier das Trikot trägt oder mittrainiert, stolz ist, bei der Eintracht zu sein. Und ich will als Erster da vorangehen. In der Pressekonferenz haben Sie gesagt, Visionen schaffen Fakten. Sie gelten als großer Motivator. Wie sieht denn Ihre Philosophie aus? Zu gewinnen. Eine ganz einfache. So möglichst viele Punkte einzufahren, das ist die beste und größte Motivation. Jetzt haben Sie ein erstes Gespräch mit der Mannschaft gehabt, vor ein paar Minuten. Was haben Sie Ihrer Mannschaft mit auf den Weg gegeben? Ich habe sie alle begrüßt. Ich habe in kurzen Worten ausgedrückt, warum ich von ihnen überzeugt bin, von ihren Stärken, unser gemeinsames Ziel der nächsten Tage und Wochen formuliert und dass wir eben gemeinsam alle Ziele, die wir uns stecken, auch erreichen werden. Eine Frage muss nur erlaubt sein. Sie wohnen in Köln. Wie sieht das in den nächsten Tagen und Wochen aus? Wo werden Sie sein? Ich wohne in Frankfurt. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe zu Hause Bilder aufgestellt, damit man mich zu Hause erkennt. Ich werde die nächsten Tage hier sein. Jetzt heißt es, 25 Stunden am Tag für die Eintracht da zu sein. Und da kenne ich nur Frankfurt. Schönen Dank. Bitte. Soweit also diese Einschätzung von Christoph Daum in einem Gespräch, was wir unmittelbar vor diesem Training, was wir Ihnen hier live zeigen, aufgenommen haben. Thomas, Sie kennen Christoph Daum aus der Stuttgarter Zeit, 6 Monate unter ihm gespielt. Wie sind diese Worte einzuschätzen und zu bewerten? Nee, er lebt es schon vor. Ich meine, wenn er was macht, dann würde er sich mit der Sache 100%ig identifizieren. Und er muss das auch. Er muss hier der, sagen wir mal, der Vorreiter sein. Die Spieler müssen ihm folgen. Und wir sind ja alle gespannt, letztendlich, wie er den Schalter umlegt in der kurzen Zeit. Denn die 2 Wochen gehen schnell rum, dann steht Wolfsburg vor der Tür, dann kommt Bremen und dann geht es in den Endspurt. Sie haben aufmerksam zugeschaut hier beim Training der Frankfurter Eintracht unter Christoph Daum und Roland Koch. Wie ist denn Ihr Eindruck so abschließend von dieser ersten Einheit? Nur Schauen-Einheit? Ja gut, ich meine, heute fehlen ja auch viele Spieler, die bei Länderspielen sind. Letztendlich ist das hier der Rumpfkader. Man spielt hier auf kurzem Raum mit wenig Ballkontakten. Und ich glaube, das ist eher mal so ein bisschen kennenlernen, ein bisschen bewegen. Und wenn der Kader wieder komplett ist, dann kann man auch anders konzentrierter arbeiten. Ja, schönen Dank, Thomas, dass Sie uns hier geholfen haben, zur Verfügung gestanden haben. Die nächste Sendung bei uns im HR gibt es am nächsten Montag, unser Heimspiel am Montag um 22.45 Uhr. Dann hoffentlich mit dem neuen deutschen Pokalsieger FFC Frankfurt. Der spielt nämlich am Samstag im Pokalfinale gegen Potsdam und wir sind gespannt, live in der ARD um 16 Uhr. Und natürlich werden wir den Weg von Christoph Daum, seine Arbeit weiter beobachten und es lohnt sich einfach einzuschalten, 22.45 Uhr am Montagabend. Schönen Dank, dass Sie heute Nachmittag bei uns dabei waren, live vom Training der Frankfurter Eintracht unter Ihrem neuen Trainer. Ciao.